So, da sind wir also endlich im ersten Hitbox-Livestream. Das ist mal was anderes. Vielleicht hätte ich das Ganze auch noch ein bisschen konfigurieren sollen, wer weiß. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie das auf Hitbox funktioniert. Werde das aber sicherlich noch irgendwann rausfinden. Naja, mal gucken. Okay. Ja, faszinierend. Okay, keine Ahnung, wie man den Titel noch umbezeichnet, den ganzen Quatsch, aber. Machen wir alles ein andermal. Ich würde sagen, wir legen los mit einer neuen Folge von X-Men Mantles, diesmal mit Tesla Grad. Zumindest steht das da dran. Was das ist, wieso das ist, ich habe keine Ahnung. Das ist die X-Men Mantles Folge. Oh, jetzt muss ich selber nachschauen. Gebt mir eine Sekunde. 20, wenn ich das richtig sehe. Und die seht ihr auf YouTube am 9.01. Oh Mann, da ist noch ein bisschen was hin. Wie noch sei, neues Spiel, los geht's. Ah ja, layoutmäßig macht's was her. Ob das soundtechnisch hinhaut, weiß ich nicht. Interessant. Und ich dachte, das macht der Klapperstorch. Ich sehe schon, das wird ein lustiges kleines Jump'n'Run, in dem wir mit einem Bären über Felder springen. Oder auch nicht. Up, down. Aha. Springen kann ich auch. Brauche ich noch ein paar Aktionstasten oder so? Wie wäre es erstmal mit Steuerung? Wäre ganz praktisch. Schauen wir uns die mal an. Spring Space, flimmern, Na klar, Right Arrow, Rot, Blau, ja, das, ja, doch, ganz klarer Fall. Ja, schön. Karte, Tab, klingt gut, das kriegen wir hin. Das ist also unsere Karte. Na, das klingt ja vielversprechend. Ich werde sowas von untergehen. Aber okay. Wir können springen und wir können hoch und runter gucken. Unten gibt's nichts. Weiter jetzt. Und wir springen durch den Regen. Ja, komm. Uah, schwarze Katzen. Das bringt ja Glück. Suchbild. Wo ist die Xane? Sieht ja schon mal nach was aus. Tesla Grad. Uff. Nette Bilder. Hier in Moskau oder was? Nicht runterfallen. Oh oh. Nein, es ist ein Jump'n'Run. Ich hatte recht. Oh Gott. Wieso nur? Wieso? Ich kann das nicht. Fragt Uwe, der hängt sich mir sowas aus. Komm hier. Kann aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Ah, ist ein Gewicht, das interessiert mich. Ich muss ja also auch noch geschickt dabei sein. Das ist. Nee, also würde ich euch gerne bieten, aber wird wohl nichts. Ja, ich kletter aber mal überall hoch, wo es geht. Schieben kann die Gegend. Oh Gott, nicht auch noch Rätsel hier. Das muss doch wirklich nicht sein. Okay, weiter geht's. Ja. Fallschaden nehme ich auch mal keinen, aber mir rennt einer hinterher. Sollte ich mich beeilen. Uff. Was gibt's hier? Uff. Tschüss. Ja, das ist super. Jetzt wäre ich auch noch verfolgt. Ja, komm, spring rein. Ja, der springt natürlich nicht rein, na klar. Hilfe! Jetzt kommt er mir gefährlich nahe, Leute. Viel zu gefährlich nahe. Tschüss. Und wieso funkelt und blitzt es hier überall? Uah. Okay, ich gehe dann noch hier lang. Kriegt da keiner mit. Hoch, 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 hoch. Jump'n'Run. Wieso nur? Was habe ich mir dabei gedacht? Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, na klar. Ich kann natürlich nie auf der rechten Seite hoch, Idiot. Ich muss da lang, wo die Wache ist. Schneller. Xane, streng dich ein bisschen mehr an hier. Hopp, hoch, 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 hoch. Ich brauche noch eine Tastatur, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Spring.
Ja, na klar. Was kommt jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Ich laufe einfach. Ich laufe einfach. Und springe mal ein bisschen schneller, Freundchen. Wow. Bitte sagt mir, dass das Quicksave war oder so. Ich bin angekommen. Wo immer. Lustiges kleines Figürchen. Ich hasse Jump'n'Runs. Ich hab davon keine Ahnung. Mann, Junge. Du machst auch so eine Diät wie ich durch, wa? Die ist nix mehr, bis du dünn bist, Diät. Wobei ich immer noch viel zu dünn bin, habe ich so ungefähr. Moment, was? Blau und Sprung. Oh, ja, ja. Aha. Okay. Ich werde gar nicht erst testen, ob das da feindlich oder nicht ist. Au. Verstehe. Er wollte mich also in den Tod locken. Oh. Mhm. Also auch wenn ich da drin bin. Nein. Wie komme ich denn jetzt um das Vieh drumherum? Dankeschön. Okay, das, ich rate mal, ich sollte da gar nicht drauf treten, wenn das rot ist. Also mache ich es auch nicht. Nicht, dass ich da dazwischen stecken möchte, weil das tut bestimmt auch weh. Hey, ein Jump and Run und ich schaff's. Es geschehen nach Zeichen und Wunder. Ach, ich muss das Blaue da in die Mitte hoch. Okay, geht klar. Geht klar. Wir wollen uns doch nicht übertreiben hier. Puh, das war knapp. Quetscht mich hier Jorni ein. Da bin ich allergisch gegen. Worum geht's in diesem Spiel eigentlich? Mhm. Schön. Und du? Ich bin zu schwach. Was soll das? Ich hänge fest und das schon nach 5 Minuten? Ernsthaft? Ja, Karte, Raum, ist schon klar. Okay, wir bleiben mal kurz hier stehen. Gucken wir, was passiert. Das sage ich nur, damit ich in Ruhe meinen restlichen Cappuccino irgendwas Instant-Zeugs. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn man auf Kaffee züchten muss? Okay. Leuchte er mir den Weg. Geil, nach 10 Minuten sind wir am Ende des Spiels angekommen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aha, blau, rot. Jetzt kann ich das nämlich auch, ich bin gut. Da passt mal auf, wie ich das kann. Überhaupt nicht, nämlich. Okay, kann aber nur fahren. Tja, dann gehen wir wieder runter. Hm. Ich bin nicht hängen geblieben, ich bin nicht hängen geblieben. Puff. Falscher Annehmlichkeit, weil ich habe keine Lebensenergie. Das wünscht man sich in so manchen anderen Spielen, ne? Schade, ich will wissen, was das da oben ist. Ha. Und rot, jawohl. Und rot, jawohl. Ich bin gut. Oh Gott. Geht denn jetzt ab? Thank you.
Gut. Will ich zwar noch gar nicht, aber ging's trotzdem, weil. Aha. War das jetzt nützlich? Ich weiß es nicht. Ja, es war. Ich darf also drüber laufen, ist keine Lava, wunderbar. Stop. Ich weiß noch nicht, was du bist, aber du gehst mir ganz gewaltig vom Weg, Keks. Na. Ah. Clever. Tja, das ist ja unglaublich. Wie ein Profi mache ich das. Wow. Ich bin sowas von gut, bin ich. Also, ich glaube gar fast an mich selber, wenn das weitergeht. Wahnsinn. Was? Ich wollte da nicht runter. Doch, warte, warte, warte. Ich wollte runter. Hier ist irgendwas. Nee, ich will erstmal da hoch. Was ist das? Ich will das haben. Okay. Ich will doch nicht hier lang. Oh, hier wie getan. Wahrscheinlich tue ich mit Baby. Guck mal hier, komm, komm her. Hat funktioniert. Keine Ahnung wie, aber es hat funktioniert. Okay, ich muss unten lang. Dann gehen wir unten lang. Du fährst von da, genau. Lass los. Okay. Das so doch nicht. Platz hier. Ich muss hier lang. Wahrscheinlich muss ich hier lang. Das ist eher ungesund. Die Rollen sind irgendein Power-Up. Das interessiert mich jetzt nicht. Tja. Was bist du denn für einer? Kombiniere durch reinen Zufall. Komm mal her. Zack, und drüber. Na komm. Achso, wegen dem roten. Ja, okay. Bist blöd, ich hab's verstanden. Zack, und rüber. Ha, ich bin ja sowas von gut. Wow. Das gefällt mir nicht, dass hier so viel Platz ist. Reset, dachte ich mir. Wow. Ich bin aber auch sowas von gut. Tja, da geht's nicht auch. Das ist nicht uninteressant. Danke. Das war aber nicht beabsichtigt. Lass los. Na, ach, das, ich hatte loslassen, nicht springen in den Zaun. Ist einer dümmer als der andere. Hör doch auf. Zack. So funktioniert also Magnetismus.
Und jetzt runterlassen. Runterlassen. Dankeschön. Nein. Oh, das ist doch... Ich habe ihn nicht berührt. Ich bin mir ganz sicher. Klatsch. Schneller. Komm, ich hab's nicht. Heile hier. Geh weg. Na also. Lass los. So, ganz dezent loslassen. Ich bin wirklich sowas von gut. Ich erschrecke richtig vor mir selber. Hier habe ich Angst gerade. Bin ich hier nur gelandet? Wieso wird es hier so dunkel? Hört ihr das? Okay. Ich will hier nicht durch. Nee, ich will hier nicht durch. Kann man hier speichern? Ich will ein Safe Game. Ich will ein Quick Save. Ich will. Okay. Ich will eindeutig nicht durch. Au! Okay, das war schmerzhaft. Los geht's. Yay. Yeah. Kommt nachher, kommt her. Huhu, ich hab den Handschuh. Dings, keine Ahnung, was dieses Spiel soll, aber... Komm, hol's dir, hol's dir. Wird gefährlich knapp, muss ich sagen. Okay, ich will nach oben. Lass mich weg. Oh, ich wollte doch nicht direkt reinspringen. So doch nicht. Aber nach rechts oben wird sich auch keine Tür öffnen, oder? Na guck mal, vielleicht ja. Puh, was renne ich hier eigentlich davon? Ich beschaue. Okay, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Eventuell. Ich schlag sogar nach oben. Hör auf damit jetzt hier. Genug davon aufhalte, hat das vielleicht irgendeinen tollen Effekt. Scheint ihm nicht gut zu tun. Ah, das ist unglaublich. Okay, nochmal. Auch viel mehr von dem blauen Zeugs, ja. Und nochmal. Warum nicht? Okay, YouTube, ich weiß, ich bin hochkonzentriert. Ich muss die blauen Dinger kriegen und dann da oben rechts sitzt die Tür offen zu. Was denn? Verdammt.
Sollst ja nicht gleich ganz wegboxen, ja, Kumpel. Wieso der das anzieht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich sind sie hungrig. Ich springe mal weiter in die Richtung. Ja, danke. Und weg war ich. Okay, das ist offensichtlich nicht meine Kategorie von Spielen. Aber ich habe versprochen, irgendwann mal Jump'n'Run zu spielen. Wieso nur? Nicht, dass ich vor dem Beginn des Streams irgendeine Ahnung hatte, was das hier für ein Spiel ist. Ne? Also, soweit geht's ja nur nicht. Vorinformieren und so. Nee. Profis wie ich haben das gar nicht nötig. Die springen einfach so auf irgendwelche Steine. Hast du noch einen? In Ruhe. Lass mich schon. Ich brauche mehr von den ganz Großen. Danke. Danke. Ich bin nochmal hier drüben, falls mir einer sucht. Nein, ich bin hier drüben. Nimmt der irgendwelchen sichtbaren Schaden eigentlich? Nie was. Ich werde nie 3 Meter weit hier. Ich werde und bin hier. Das Letzte ist, was ich... Ah, deshalb. Ich muss nur weit genug drüben erwischen dann. Jetzt hört doch mal auf mit dem Schwachsinn. Zu spät. Dann kommt gleich wieder Feuer nehme ich an. Ach, jetzt hab ich sie doch. Hört auf mich hier zu ärgern. Kleinen Dinger will ich auch nicht haben. Ich geh weg jetzt hier. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich komme nur nicht da hoch. Das lasst ihr mich jetzt hier. Ah, und jetzt springe ich auch noch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Habe ich schon ungefähr Ahnung, was ich machen soll. Dann klappt es auch noch nicht. So, komm mal drüber. Und gleich geht die Feuertour wieder los. Nee, ich bleib hier. Ja, mach noch ein bisschen Tempo. Brauchen noch viel mehr Action. Brauchen wir. Ist gut für den Blutdruck. Ah, verdammt. Klappt nicht. Das war zwar so nicht beabsichtigt, aber gut. Ich fütter dich auch den ganzen Tag mit dem Zeug. Ist mir egal. Wenn er das lieber ist. Ach. Dräng dich mal ein bisschen mehr an, ja, Kumpel. Bist du nicht auf der Kur? Auch nicht im Urlaub. Was gehört? Ja, du da. Geistlicher. Ja, aua. Tut doch weh sowas. Nicht auf den Kopf, Menschenskinder. Den muss ich erwischen. Verdammt da. Das ist nicht zu fassen. Okay, das kriegen wir schon noch hin. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich will diesen Gegner schaffen. Er wird hier nicht ein anderes Spiel angelegt. Ich sag's euch. Friss den Dreck und lass mich in Ruhe. Auf zu knurren. Super. Jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen hier. Oh, es wird nichts. Ich habe noch ein Dosenfeuer hier. Jawoll. Danke, Wiedersehen. Für so einen Krach zu machen.
Tschüss. Ich schleudere dir einfach alles entgegen, was sich hier bewegt. Naja, du auch noch und du auch noch. Ja, mach dich ganz weit weg. Yeah. Ja, fress das. Das ist ein blödes Drecksviech. Elendiges. Ich hasse Spiele, bei denen ich mich konzentrieren muss und Fingerfertigkeit habe ich nicht. Jedenfalls nicht für Videospiele. Gut, ich habe schon einen guten Einsatz meiner Finger hier und da, aber. Friss den Dreck. Komm. Friss was Großes zu abwechseln. Ich meine jetzt hier. Großes sollst du futtern, habe ich gesagt. Ja, sowas. Die kleinen People. Taugen da nichts. Ja, du hast doch bestimmt großen Hunger. Nett, aber nicht das, was ich wollte. Wird er gerade kleiner? Ich fasse es nicht, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft! Mein Finger tut so weh. Das tut weh. Au. Au. Aua. Mein Finger. Ist kein Scherz. Nehme ich mit. Löst dich deine Luft auf. Schön zu wissen. So, was gibt's hier? Merkwürdige Geräusche. Könnte ich mal um sowas wie einen Speicherpunkt bitten? Noch länger halte ich das hier nämlich nicht aus. Okay, du willst nicht? Dankeschön. Dann gehen wir unten lang. Ui. Oh, noch so einer. Wow, ich hab super Schuhe. Okay, das war ungesund. Zu weit. Ich, na, ist nicht wieder zu kurz? Interessant. Hier bin ich kleiner, hier bin ich. Komm, hol mich. Okay, der ist offensichtlich nicht so humorvoll. Kumpel, komm her. Edge reingelegt. Gott, bist du doof. Hey, ich mag das jetzt schon. Wieso habe ich das vorhin nicht gehabt, wo es Flammen gab und so? Schön, schön, schön. Ich schaffe es. Ich schaffe es noch, wollte ich gerade sagen, dieses Spiel durchzuspielen. Aber doch nicht in einem Bundles-Folge. Cool. Bisschen weiter. Ich will mich in den Käfig rein, genau. Tschüss. Super. Und nochmal. Ach, du sollst doch nicht gleich runterfallen, Kumpel. Tschüss. Bin halt schlauer als du. Ah. Bin ich gut oder was? Das war falsch, oder? Ich denke schon. Na gut. Okay, ihr wollt mich hier nicht durchlassen. Ihr wollt mich hier nicht hochlassen.
Ich sammle einfach nur Pflanzen für euch ein. Okay. Jetzt liegen die Würmer. Okay, so langsam fängt es an, richtig interessant zu werden. Tot. Cool. Wie man Monster los wird. Schlachten für Anfänger. Mein Gott, das wird immer komplizierter, ja. Das ist kein Spiel für mich. Ich muss hier denken. Das geht so nicht. Das geht so nicht, YouTubers. Ihr kennt mich. Nicht noch eine Fingerquetschtruhe. Ich habe jetzt genug, ehrlich. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass das Spiel cool ist. Also, selbst für jemanden wie mich, der so, oh, so gar nichts mit Shootern, Shooter sag ich schon, mit Jump'n'Runs am Hut hat. Ja, ja, Buffer. Ich hab's geschafft. Zack. Zack. Okay, das war keine gute Idee. Sprung. Klappt. Jetzt wird es richtig gefährlich. Und es wird natürlich immer höher, klarer. So dass ich am Ende den ganzen Weg nochmal von vorne machen muss. Wenn ich aufpasse. Oh, hätte ich schon was machen sollen. Nicht anziehen lassen, nicht anziehen lassen, ganz ruhig. Zack. Ah, meine Nerven. Spiel nix gut für die XA nix. Nein! 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 Gott sei Dank. Das war knapp. Okay, hier muss ich dann nochmal den Dingster-Sprung einsetzen. Mein neues super Multifunktions-Tool. Das brauche ich beim Einkaufen auch sowas. Ganz klarer Fall. Lass mal hier rüber. Ich gehe auf Nummer sicher. Sagt er, als riesengroße Felsen im Himmel erschienen, oder? Walnüsse, oder? Dings. Okay, so war das nicht gedacht. Aber es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Knapp, knapp, knapp. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Ja, das war super. Klasse, Xen. Hast dich wieder richtig clever angestellt. Ja. Auf mit der Scheiße. Was gibt's hier? Nichts von Belang. Na gut, hier war ich schon mal, würde ich sagen. Oh, hi. Okay, dadurch kann ich offenbar nicht. So, seltsam. Warum bin ich hier oben? Wer baut überhaupt solche Schlösser? Ich verstehe das nicht. Nein, nein! Oh. Dass meine Finger anfangen richtig, richtig weh zu tun. Oh. Ah, hätte ich auch den Sprung normal machen können, ehrlich. Hep, hep. Streng dich an. Gar nicht erst drauf reinfallen. Na, ah, das ist. Ich habe eine alte Tastatur. Die ist mindestens 3 Jahre alt. Danke. Wahrscheinlich sogar noch älter. Ich glaube sogar 4 Schnierlacher. Wann habe ich den Kopf geholt? Könnte tatsächlich schon lange her sein, glaube ich. So, jetzt aber. Hier oben gibt es offensichtlich keinen Weg, wo ich lang sollte.
Und hier unten gibt es auch keinen Grund, warum ich hier irgendwo hin sollte. Super. Dann mal kurz eine kleine Atempause, um was zu trinken. Huh. Mann, wir sind schon 35 Minuten drauf. Das kann nicht sein. Bisschen blöd, weil wir können jetzt gar nichts machen hier. Tja. Hier geht's nämlich nirgendwo lang. Das ist schon ein bisschen blöd jetzt. Mit dem Ding komme ich da nicht durch die Strahlen durch, oder? Ich fasse es nicht, ich komme doch durch. Das kann man mir doch mal sagen, Leute. Ja. Hier bin ich, hol mich, hol mich. Dummes Vieh, dummes Vieh. Ja, okay, hab's verstanden. Hat ein bisschen gedauert, aber ich hab's doch gerafft irgendwann. Nach vielen Jahren. Konfuzius sagt, wenn du es nicht schaffst, probiere ich, bis es klappt. Okay. Na gut, hat geklappt. Wieso wird's dunkel? Ich will nicht, dass es dunkel wird. Gib mir einen Speicherpunkt. Ich kann ihn nicht einfach mal selber abspeichern irgendwo. Wäre viel sympathischer. Okay, ich will jetzt wissen, was es da unten gibt. Dosenfutter. Ach nee, oder? Erzählt mir die Geschichte. US-Soldaten, ich hab's verstanden. Mhm. Also links im Bild. Du hast den magischen Pümpel, geht klar. Das Kühlengold. Ah, Drohnenangriff. Doch rechts die US-Armee. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Aber ich gehe trotzdem weiter. Was war das jetzt? Schalter. Ja, ja. Gehen wir hier lang. Okay, wie werde ich die jetzt los hier? Ah. Verstehe. Kein Stick, aber es scheint logisch zu sein. Ja, das war toll.
nicht. Ja, kommt her. Genau. Kommt noch ein Stück. Du auch noch. Okay, das reicht mir. Ja, jetzt spring doch mal hier drauf. Dankeschön. Ich mag Fahrstühle. Wow, bin ich clever. Ich bin Fans von mehr Krippen. Wo geht's hier lang? Ich habe keine Ahnung. Hoch. Hier lang. Oh, noch ein Kino. Aha, der Herr wurde also etwas übermütig und wollte andere angreifen. Verstehe. Der tolle Magier wollte es nicht. Hey, die Geschichte raff sogar ich. Also Krieg, das Land geht bergab, während die anderen in aller Ruhe etwas aufmachen. Schon verstanden. Nämlich ein vollkommen... Och nee, oder? Sag mal, wie viel Level hat denn das Ding hier? Okay, offenbar habe ich hier jede Menge zu tun. Es ist aber sehr erfreulich. Gucken wir doch mal, ob das was bringt. Und dann hier hoch. Uwe wäre stolz auf mich. Das sag ich bald einfach. Ah ja, ich habe eine Sammelkarte. Das ist aber schön. Und ne? Kann ich wieder gehen. Dann auf zum nächsten Theater. Ich mag das. Zim. Nein, was mache ich denn hier, Idiot? Okay, gibt es noch ein Theater? Okay, das kann ich schon wieder sehen. Dann auf zum nächsten. Na, ist ja, so doch nicht. Weil ja, und hier rüber, streng dich an. Dankeschön. Oh. Hör auf hier. Oh, warte mal. Der Kleine von dem Großen angezogen. Also haben die auch noch unterschiedliche Anziehungsgraden. Ne, super. Naja, draufstehen soll es bleiben. Dankeschön. Ach, das ist ja blöd. Aber ja, noch nicht so weit. Scheiß Physik. Immer, dass die immer diese Spiele in der Unreal 4 Engine machen müssen. Zack. So weit drüber wollte ich zwar gar nicht, aber das wird es auch tun. Jetzt geht er runter. Hopp. Dankeschön. Hat funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Was war das für ein Schalter? Ich will es gar nicht wissen. Ich muss nicht immer alles wissen. So, warum wollte ich jetzt nochmal da hoch?
Nein, du bleibst hier. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Geh mal hier. So, da drüben ist eine Tür offen. Das hier links war das andere Theater, richtig? Ja, dann geht das hin. Kenn ich schon. Das ist doch unglaublich, dass ich immer wieder dieselben Fehler mache. Geronimo! Und weiter geht's. Es gibt immer einen Weg. Danke. Ich vermute mal, ich soll nach oben. Oh. Ja, das lässt mich. Au. Das war nicht beabsichtigt. Was geht's? Na, du sollst doch nicht direkt drauf springen. Ich will wissen, ob ich mich da durchteleportieren kann durch die Dinger. Oh. Okay, so schnell kann ich nie reagieren. Okay, dann doch, das ist clever. Sprungspiel. Oh. Also bis da runter und dann. Na super. Oh, so schnell kann ich nicht reagieren. Das geht nicht. Mir tun die Finger weh. Lauf mit der Scheiße. Ja, super, das hat sich schon erledigt. Oh. Das ist dann diese halbe Sekunde, die mir fehlt. Zack. Oh. Dankeschön. Oh, nee, oder? Soll ich jetzt rätseln? Och, nee, in dem Tempo schaffe ich... Ja, danke. Danke, sehr witzig. Okay, festhalten darf ich mich auch nicht. Ja, dann kann ich jetzt so warten. Danke. Oh, oh nee, ich kann nicht 50 Mal in Folge genau das drücken, was ich drücken soll. Ich hasse solche Spiele. Weil ich nämlich das Geschick in den Fingern nicht habe für sowas. Geschweige denn Konzentrationsprobleme. Seht ihr, was ich meine? So, jetzt bin ich erstmal sicher. Danke. Für 3 Sekunden. Hau ab. Bitte sag mir, dass ich oben starte. Das ist okay. Ihr mögt mich nicht sonderlich, oder? Ist okay. Ich mag euch auch nicht. Oh. Und genau das hasse ich. Ich habe einfach nicht die Geduld für so einen Scheiß. Wie genau soll ich darüber? Was ist das zum Kotzen? Weg jetzt hier. Deswegen. Deswegen. Geh weg. Ja, dann danke wieder. Die Scheißrolle ist mir am Arsch vor und so, ne? Na, nicht beklappt. Was soll ich mir noch antun?
Okay, wie komme ich noch höher? Gar nicht. Ich muss ja nach oben. Die Frage ist nur, wie. Oh Gott, ich hasse euch. Dankeschön. Ja, jetzt springt er. Das ist doch unglaublich. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Kann die Show schon wieder sehen. Okay, so nicht. Das heißt springen. Kann ich davon nicht abspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, du bist immer blau, also machen wir hier unten mal kurz. Dabei will ich das so gar nicht. Ich will ja bloß, dass die anderen Teile mal 3 Sekunden verschwinden. Und wozu diese Rolle gut ist, weiß ich auch nicht. Ist das anstrengend. So. Das war auch nicht beabsichtigt. Hör auf damit. Das bringt mir also auch nichts. Wir sehen. Ne, lass los jetzt hier. Lass los, meine Güte. Im Kinderraum. So. Muss es doch noch irgendwo anders einen Weg geben. Denn da hoch komme ich erst, wenn ich irgendwas anderes habe, nehme ich an. Oh, meine Fresse. Was? Hoch, 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 hoch. Es lädt auf, also kann ich da auch nicht viel machen. Nochmal nicht. Ich weiß nicht mal, ob es da oben überhaupt einen Weg gibt. Ich glaube, das so gedacht ist, aber versuchen wir jetzt trotzdem. Okay, da oben gibt es eh nichts weiter jetzt. Na, ah, das ist doch wieder so typisch. Nee, kein Bock mehr. Reiß hier. Was gibt's hier? Bist du jetzt hoch hier, oder? Was machst denn du? So geht's natürlich auch nicht. Sehr schön. Und nun? Gibt's im Treppenhaus einen Aufgang mehr, richtig? Extra für mich. Hier schon? Guck mal, das ist bekannt vor. Ja sicher, ich bin wieder am Anfang. Wenn ich wenigstens hier mal irgendwie gucken könnte auf der Karte, aber nein. Ich meine, es kann ja nichts schaden, nochmal zu schauen. Oh, auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Platz, Platz, Platz hier. Ich box mich durch die Welt. Ich will gar nicht hier durch. Ich gehe hier runter. Wo ich schon einmal war. Ich hasse diese Karte. Irgendwas, da gab es nur die Stiefel, oder? Und wieder hoch.
da drüben? Da gab's gar nichts. Mehr oder weniger. Tja. Dankeschön. Na also. Das war ja toll. Das war, hat sich wirklich gelohnt, muss ich sagen. Doch, auf jeden Fall. Ist das nervig. Ich hasse diese Karte. Nee, ganz ehrlich, das ist zum Kotzen. Da rechts ist der andere Raum. Jetzt müsste ich eigentlich noch weiter nach oben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Null. Hier oben scheint es auch nirgendwo weiter zu gehen. Hier oben gab es nur das eine Teil. Also muss ich doch rechts weiter, oder? Ja, ja. König, Krieg und so. Na, musst du aufhören damit. Oh. Dankeschön. Und wieder den ganzen Weg. Ich kann nicht mehr. Das halte ich im Kopf nicht aus. Mach Platz. Nein, das ist mir zu niedrig. Ich muss noch weiter hoch. Zack. Platz. So. Platz hier allesamt. Zack. Und hoch. Ja, komm. Jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich darüber. Bringt mir gar nichts. Also muss ich hier doch weitergehen im Raum. Ja klar, da ist auch ein Zeichen nach rechts. Oh Gott, nochmal die Scheiße. Ihr kotzt mich jetzt schon an. Kann ich hier unten irgendwo lang? Jetzt muss ich sehen, nicht wo jetzt, wie, warum hier was ist. Okay, hier schon mal nicht. Das ist schön zu wissen. Hier auch nicht. Das war scheiße. Aber wir wissen es jetzt. Das ist schön. Das hat ja auch was von Zuverlässigkeit an sich. Platz hier. Also doch oben lang. Wo ich nicht weiß, wo es lang geht. Ich werde dir nicht klein kriegen. Ich habe Nerven wie Spinnenreben. Sorry, Richter. Platz jetzt hier. Ja, weiter. Oh nein. Ich kopf nicht aus. Ich will speichern. Bitte gebt mir doch die Funktion. Da ist eine Kiste. Wieso komme ich da nicht rein? Ich will die Kiste machen. Okay, den Rahmen kümmere ich mal kurz weiter. Super. Den kleinsten Raum von allen erwischt zum Speichern, ne? Thank you.
Okay, so schon mal nicht. Springe ich oder springe ich? Ich springe, weil hier gibt's nichts. Super. Super. Klasse gemacht, ich sehe. Was für ein Glück, dass du nicht dämlich bist. Und noch 12 Etagen. Wer baut nur solche Gewächshäuser, frage ich mich. Ist mir völlig egal, ich gehe da auch. Danke. Ich glaube an die Macht der Kletterbohne. Passt schon wieder über eine Stunde drauf, meine Güte. Jetzt will ich aber was dafür haben, dass ich hochkletter. Das wird nämlich anstrengend. Nutzt meinen Handschuh ab. Meine Finger tun so weh. Habt doch Mitleid, Utahs. Ihr könnt das Spiel doch selber spielen. Ich mein Glück kenne, gibt es jetzt hier oben gar nichts. Das ist schön. Das macht auch richtig Spaß. Du könntest mal gleich Geschichten erzählen. Natürlich gibt es hier oben nichts. Damit passiert natürlich nichts, ne? Oh. Zack. Lan, bitte sanft. Dankeschön. Und hört auf mit dieser Sims-Musik hier, das macht mich nervös. Nein! So, mir reicht's. Wiedersehen. Das war's für heute. Wir sehen uns ein andermal. Die Folge lade ich hoch am, wie gesagt, 9.1. oder so. Bis dahin. Gesehen.